Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte. Doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot. Sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort.